Kommen wir zu einem meiner Lieblingsinterpreten. Der einzig wahre Samra ist zurück. Endlich nach einer doch für ihn relativ langen Pause. Digga, das ist doch also locker 2 Monate her, als er das letzte Mal einen Song released hat. Lass mal gucken. 3 Monate sogar schon. Ach du Scheiße. Aber da gab es noch die Anno-EP. Da soll es ja wohl auch den einen oder anderen Feature-Beitrag von Samra gegeben haben. Also sagen wir mal, 2 bis 3 Monate ist auf jeden Fall eine krasse Zeit, in der sozusagen musikalische Funkstille zwischen Samra und seiner Anhängerschaft geherrscht hat. Hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass es da ein bisschen Trubel gab um private Bettgeschichten von Samra, Anschuldigungen ihm gegenüber, dass er da wohl sich über eine junge Dame hergemacht hat, ohne ihr Einverständnis. Das hat sich jetzt im Nachhinein halt auch als zweifelhaft zumindest herausgestellt. Aber ist ihr eigentlich auch egal. Sie hat jetzt einen blauen Haken auf Instagram und das ist da auch was Schönes. Ich muss natürlich auch sagen, das war bestimmt eine ekelhafte Zeit, Alter. Lass uns darüber jetzt gar nicht nochmal so ausschweifend reden, sondern einfach uns freuen, dass der gute Samruschka sich davon nicht in die Knie zwingen lassen hat, sondern jetzt hier zurück ist mit einem neuen Feature auf seinem neuen vermeintlichen Smash-Hit-Paradies. Ich habe ja schon vor ein paar Tagen, als er angekündigt hat, dass dieser Song mit einem Feature kommt, gesagt, dass es taktisch klug wäre, mit einem weiblichen Künstler ein Feature zu machen, um halt auch nochmal zu zeigen, yo, hier, ich bin definitiv kein Frauenhasser oder sonst was und respektiere Frauen, habe jetzt sogar hier eine Frau auf meinem Label, denn das soll wohl ein weibliches Feature sein und gleichzeitig ein Signing von Samra, okay? Beim Titel Paradies erinnert sich natürlich der geneigte Samra und Cuppy-Fan an Cuppys Meisterwerk Paradise zusammen mit Weiß und Leonie. Ich hoffe mal, dass This Is YT und der Bruder Johnny Instrument ein bisschen besseres Klangbild erschaffen hier. So, dann schnacken wir gar nicht lange drum rum, sondern wir gehen rein. Samra featuring Triple X Paradise. Ist es Animus, der hier nach CCN4 die nächste Überraschung einleitet? Wir werden es jetzt direkt herausfinden. Sie kannten meinen Namen landesweit, Geld kam und ging die ganze Zeit, aber wann der Hype? Aus ihren Augen spricht der blanke Neid, ich bin schon lang. Das ist nicht euer Ernst. Was? Nee. Was? Also falscher konnte ich ja nicht liegen, ne? Interessant. Okay, also Samra und Play haben ja schon zusammen Mucke gemacht. Auf Plays letztem Album gab es ja ein Feature, was er auch, glaube ich, als Single ausgekoppelt wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Hat Play 69 nicht angekündigt, dass er seine Karriere an den Nagel hängt, um sich irgendwie um private Dinge zu kümmern oder sonst was? Aber vielleicht erklärt er uns das jetzt hier alles, ja? Lasst uns erstmal ganz unvoreingenommen hier reingehen in die Bude. In der Vergangenheit. Das eine Auge lacht, das andere weint. Deshalb ist es langsam Zeit. Das Bojan bei Samra sein, Bretter mit dem Urus. Das was bei Samra sein? Bojan, okay. Achso, das ist sein richtiger Name, ja? Bojan, okay. Alles klar. Ja. Play 69 nennt sich jetzt auch Bojan, oder was? Ah, okay. Cool. Also, Play 69 war bei Banger Music. Danach war das Universal auch? Oder wo hat er sein letztes Album rausgebracht? Achso, Hela Money, ja, sorry. Er war nicht bei Banger Music, sondern bei Hela Money. Und danach halt, glaube ich, in mehr oder weniger in Eigenregie sein Abschiedsalbum rausgebracht. Und dann ist es jetzt also an der Zeit, dass er endlich bei Samra signed. Also wir wissen ja alle, dass Samra eine langjährige Vita hat, als Labelboss wirklich alles rasiert hat. Dann war es natürlich jetzt an der Zeit, dass das Play 69 jetzt bei Samra signed. Aber wir wollen mal gucken, was da so abgeht, ne? Was die beiden da so fabrizieren. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass hier... Weiß jemand, wie die Anno-EP gechartet ist? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja, ich meine, klar, Play ist auf jeden Fall ein Begriff, aber ich finde es jetzt nicht so mysteriös heftig, dass man hier immer Fanboy schreiben muss, Samra featuring XXX Paradies. Aber gut, okay, Überraschungseffekt war definitiv da, ist schon okay. Ich glaube, der Übergang gefällt mir hier. Von Play sehr, sehr nachdenklich, reflektierend, dass es halt trotz einem gewissen Standing in der Szene
irgendwie nie so richtig Hype gab, nie so richtig Kohle gekommen ist, sondern eher Geld kommt, Geld geht, so am Start war. Und ja, Samras Einstieg jetzt ist, glaube ich, ganz nice, Digga. Scheiß Hautfarbe, Mokka braun, meine Seele baut allein, laufe durch den Regen, keiner passt in meine Jordan rein. 95 BPM von NRW bis BLN. Die beiden wechseln sich jetzt ab und der gute Play 69 kommt jetzt auch wieder ein bisschen. Ich weiß es, ich weiß noch nicht, wie ich ihn nennen soll. Es steht ja immer noch da, Triple X, soll ich ihn Triple X nennen? Vin Diesel in the house hier, Vin Diesel jetzt gesigned bei Samra. Nee, natürlich nicht, deswegen, ich nenne ihn jetzt einfach Play 69 weiterhin, bis jetzt hier am Ende steht, wie der Bruder sich jetzt nennt. Samra lässt für meine Unterschrift noch ein Mercedes brennt. Ich seh die blauen Lichterblenden in der Heckscheibe. Und zwar rund um die Uhr wie VVS-Steine. Bojan einfach? Nee, da muss noch eine Zahl dahinter. Der soll sich nicht einfach Bojan nennen, Digga. Da muss noch auf jeden Fall eine Postleitzahl dahinter. Kickdown in der 30er. Rund um die Uhr wie VVS-Steine, ja. Ganz, ganz cool eigentlich, ja. Ich mag Play, Digga. Das habe ich auch schon tausendmal gesagt hier in den Streams und auch in diversen Reviews, wo es um seine Beiträge ging und um seine Releases. Play ist ein starker Künstler, Digga. Play ist ein sehr, sehr guter und vor allen Dingen facettenreicher Künstler. Play kann richtig krass nach vorne gehende Beats zersägen. Play kann aber auch sehr, sehr melodiöse, fast schon poplastige Songs releasen und die dann auch sehr, sehr hochwertig verpacken. Wie zum Beispiel Panorama. Für mich immer noch ein sehr, sehr starker Track, der zuckersüß war. Das war gar kein harter Banger oder sonst was. Ein sehr, sehr poppiger Song, aber hat mir sehr, sehr gut gefallen, Digga. Und zwar rund um die Uhr wie VVS-Steine. Kickdown in der 30er-Zone. Ich steile die Kohle, egal wie viele Einsen ich hole. Ich finde jetzt schon in diesem kurzen Teil gefällt mir die Konstellation Samra Play 69 jetzt schon besser als die Konstellation Samra und Arno. Scheiß auf die Krone und scheiß auf die goldenen Platten. Ich bin nie wieder alleine, denn mich verfolgen die Schatten. Mein Konto am Platzen, denn heute sind dir Modus Mio Favorites. Das ist das Ziel heutzutage, ja. Das ist das Ziel, Modus Mio Favorites zu sein, weil dann kommt das Spotify Money ja von alleine. Man muss halt aufpassen, dass man bloß nicht zu viel aneckt. Wie gesagt, das ist diese Samra-Geschichte. Haarscharf eigentlich am Karriereende vorbei. Aber ja, Modus Mio Playlisten-Favorites zu sein, da läuft das para. Da kannst du halt auch wirklich jede Woche irgendeinen 0815 seelenlosen Recycle-Song releasen und kriegst dafür deine Kohle, ja. Du bist meine nächste Platte, klingt wie Greatest Hits, und mein Buch auf Flavor Mix wird. Relativ überstrapazierte Line. Meine nächste Platte wird ein Greatest Hits. Meine nächste Platte klingt wie ein Greatest Hits. Jo. Okay. Adrenalin durch die Straßen Berlin. Mit 150k in den Jeans. Meine Narben sind tief, deshalb schlafe ich nie. Also gefällt mir ein bisschen besser als die Hook vom gleichnamigen Song von Capital Bra featuring Weiß und Leonie. Das kann man sagen, ne? Ja, also Leute, ich weiß, da können wir uns ja jetzt drüber streiten, aber wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, ist, dass die Hook von Paradise, von Kapi, Leonie und Weiß überhaupt auch gar nicht das Highlight war. Das Highlight bei Paradise waren noch die Parts von Kapi, Digga. Mit 150k in den Jeans, meine Narben sind tief, deshalb schlafe ich nie. Ich finde den Autotune-Einsatz auf Samras Stimme sehr, sehr unangenehm zu hören. Ich glaube, es zieht auf jeden Fall den Song runter. Des Tages wache ich auf im Paradies. Heute bin dies. Ich lebe Boss, Grafen, Schnee. Eines Tages wache ich auf im Paradies. VV Adrenalin durch die Straße. Klingt bei Play 10-mal besser, ne? Deshalb schlafe ich nie. Nee. Eines Tages wache ich auf im Paradies. Heute bin dies. Heute bin ich Label Boss, weiß in dem Macintosh. Früher wollte ich keine Jet. Heute bin ich Label Boss, weiß in den Macintosh? Bruder, was? Ich weiß, was ein Mac ist, Digga. Ja? Aber warum beißt er denn in sein MacBook, Digga? Heute bin ich Labelboss, beiß in den Macintosh. Ich glaube, Samra ist einfach großer Boss-Explosive-Fan und wollte auch mal in eine Folge der schlechtesten Deutschrap-Lines mit reingenommen werden. Ich glaube, nach dieser Line stehen die Chancen sehr, sehr gut, mein Freund. Früher wollte ich Kylie Jenner ficken, heute Megan Fox. Immer Skandale, aber Samra wurde nie. Früher wollte ich Kylie Jenner ficken, heute Megan Fox. Was ist das für ein Müll, Alter? Heute bin ich Labelboss, beiße in den Macintosh. Früher wollte ich Kylie Jenner ficken, heute Megan Fox. Stringentes Storytelling hier.
Sehr, sehr tiefschürfende Lines. Ich finde es auch gut, dass Samra endlich mal hier diese Sachen anspricht. Endlich sagt's mal einer. Endlich nennt jemand das Kind mal beim Namen, meine Freunde. Immer Skandale, aber Samra wurde nie gehatet. Auf einmal will mich jeder ficken, so wie Deutschraps, Conor McGregor. Oh, nice, nice. Aber warum zensiert, Digga? Geh doch mal in Angriff. Ist die auch bei Universal und du bist auch bei Universal. Hat man dir da auch wieder den Maulkorb aufgelegt, wie das bei Usher versucht wurde? Ist Shirin David bei Universal? Weiß das jemand auf die Schnelle? Ich habe gar keinen Bock nachzuschauen, Digga. Gute und wichtige Line, denn, sind wir mal ganz ehrlich, Shirin David hat sich bis heute nicht entschuldigt dafür, dass sie vorschnell Samra versucht hat zu canceln vor einer Instagram-Community von irgendwie 6 Millionen Followern, ne? Starke Line, Digga, starke Line. Schade, dass es zensiert ist, Junge. Also ganz ehrlich, dieser Trend im Deutschrap, Tonfehler einzubauen, um Sachen zu zensieren, Leute... Lasst euch doch mal alle wieder ein bisschen Coronas wachsen, ey. Wert Neustadt, Jörgstraße, Kreuzberg. Push, 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 bis Bojan Rolls Royce fährt. Drück aufs Gas, Yalla Roadrunner. Yalla Roadrunner in die Leitplanke, meine Freunde. Ab nach Dänemark. Push, 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 bis Bojan Rolls Royce fährt. Drück aufs... Hat er eigentlich jetzt hier schon über irgendeine Schnapssorte gerappt? Glaubt noch nicht, ne? Drück aufs Gas, Yalla Roadrunner. Walla, diese Motherfucker müssen auf das Worldcover. Ra, gib mir die Kugel so wie Kurt Cobain. Aber... Also ich muss sagen, der erste Part von Samra und Bojan, ich versuche mich an den neuen Namen zu gewöhnen, der ging klar, Digga, der ging klar. Als er bei Play 69, damals noch, könnt ihr euch noch erinnern, als Bojan noch Play 69 hieß, hat er doch auch ein Feature gemacht bei ihm und da hat er da auch einen kompletten Zweizeiler recycelt, ne? Was war denn das nochmal? Das ist uns auch sofort aufgefallen im Stream, weil uns die Line halt auch so direkt im Gedächtnis noch geblieben ist. Die hat er irgendwie vor 6 Monaten auf einem eigenen... Ach ja, lass die Leiche verschwinden wie David Copperfield, genau. Ja. Das hat er irgendwie auf einem Solo-Track von sich 6 Monate vorher gerappt und hat er bei dem guten Bojan... Ach nee, sorry, da war er noch Play 69, hat er das da auch nochmal gerappt. Ja. Kann man halt so machen, ne? Man muss auch nicht nochmal nachgucken. Man hat sich das komplette Kurzzeitgedächtnis sowieso weggekokst, dann ist es auch nicht mehr so wichtig, dass man da irgendwie auch noch Ambitionen oder irgendwelche Anstrengungen hat, sich dann irgendwas zu erinnern, ob man da vielleicht mal schon allein benutzt hat. Ra, gib mir die Kugel, Ra! So wie Kurt Cobain, aber gib mir die Kugel, so wie Kurt Cobain, Digga, ja? Ey, lass doch Grunge in Ruhe, Digga. Du musst doch nicht, ja? Lass doch mal Nirvana sein, Digga. Ja, du kannst ja gerne Hip-Hop-Referenzen bringen und sonst was, aber musst da jetzt auch nicht noch genreübergreifend Leichenfledderei hier noch betrieben werden, ja? Und der erste Schuss fällt, zahle ich kein Schutzgeld. Um mich rum sind alles Brüder, keine Clan-Member. Denn ich bin der gleiche, auch wenn ich meinen Namen ändere. Er hat jetzt aber nicht erklärt, warum er zurück ist, ne? Dahingehend würde ich mir vielleicht nochmal gerne eine lyrische Aufarbeitung der letzten Monate wünschen, wahrscheinlich dann in einem anstehenden Solo-Track von Bojan. Und bin ich gespannt drauf, Digga. Eines Tages wache ich auf im Paradies. I'm forever in a hood. Living legends. Ghetto landscapes. Representing. Die Scratches finde ich gar nicht mal so dope gerade. Irgendwie klingen die ein bisschen. I'm time to get paid. We really live what you ride about. What the fallout? Clear the mall out. We major. Also man hätte es ja wenigstens zum Schluss noch hinschreiben können, wie jetzt sein verdammter Name ist, Alter. Vor allem Living Legends bei einem Samra und Play 69. Na klar, Digga. Das sind die Legenden von heute. Solider Track. Ich fand Beat stark. Scratches am Ende hätten nicht sein müssen. Fand ich jetzt ein bisschen unpassend. Und hat man so natürlich auch schon deutlich besser gehört. Erster Part von Samra und Bojan sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Zweiter Part waren dann sehr, sehr cringige Lines von Samra dabei, die das Ganze ein bisschen runtergezogen haben. Auch in der Hook, finde ich, hat Play nochmal. Ja. Auch in der Hook, finde ich, hat Bojan besser performt als Samra. Sein Autotune-Einsatz auf seiner Gesangs-/Heulstimme gefällt mir leider hier wieder mal nicht. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr gespannt, was diese Zusammenarbeit hier zukünftig noch für Früchte tragen mag. Gibt's noch ein Like für ihr? Ja, können wir schon mal da lassen, ja. Das ist schon ganz solide gewesen.